Mit 20 mischte er den Budapester Underground mit Jazzrock auf. Anfang der 70er kehrte er seiner ungarischen Heimat den Rücken, fasste Fuß in Deutschland und der hiesigen Schlagerszene und wurde so richtig berühmt als Frontmann von Genghis Khan. Damals haben sie übrigens auch Platz 4 beim Grand Prix belegt. Dann wurde es recht ruhig um Leslie Mandoki, zumindest was seine eigene Bühnenlaufbahn betraf. Hinter den Kulissen jedoch war er eifrig am Komponieren und Spielen, schuf Filmmusiken oder produzierte Künstlerkollegen. Jetzt gelang ihm der ganz große Wurf. Er versammelte die Elite der Rock- und Jazz-Cream der 60er und 90er Jahre. Und da wird noch richtig mit Herzblut Musik gemacht. Er hat sein Markenzeichen behalten, denn so sah er schon vor 18 Jahren aus. Der Mann mit dem Schnauzer und den langen Haaren, Leslie Mandoki. Als Mr. Genghis Khan wurde er damals so richtig berühmt, holte goldene Schallplatten und Fernsehpreise. Dann war es ruhig um Leslie. Zwar denkt er gern an die Vergangenheit, dennoch Genghis Khan trauert er nicht nach. Früher hat meine Tochter mich gefragt, mein Vater, ich habe gestern in der Bibliothek mal ein kleines Buch gefunden, also über die Gruppe Genghis Khan. Habe ja durchgeblättert, schau mal, also du siehst aus wie bei Fasching oder in der Karneval. Sein neuestes Musikprojekt hat Leslie Mandoki mit großen Schritten verfolgt. Hier wurde es realisiert und alles dreht sich dabei um People in Room Number 8. So der doch etwas eigenwillige Name. Meine Freunde aus England und Amerika konnten den Straßennamen Rotbuchenstraße 8, also die Adresse unseres Studios, nicht aussprechen. Da haben sie irgendwann einen großen Namen gegeben, Room Number 8. Und Mandokis Freunde, das sind bekannte Musiker, darunter sogar absolute Weltstars. Musiker, die Geschichte geschrieben haben, wie Jeff Retall-Flötist Ian Anderson, Cream-Legende Jack Bruce, Joshua Caddison, Aldi Miola, Bobby Kimball, sowie Deutschrocker Peter Maffay und viele, viele andere. Dabei auch Genghis, nein, Chaka Khan. Sich für eine tolle Sache zu treffen und zusammenzuarbeiten, das ist es, wofür ich lebe. Im Parkstudio in München entstand eine CD mit 15 Titeln. Die meisten Songs hat Leslie Mandoki arrangiert, auch die Texte stammen aus seiner Feder. Die anderen mussten nur noch kommen, singen und natürlich spielen. Ich wollte einfach dabei sein. Es war eine gute Entscheidung und eine wunderbare Arbeit mit den anderen Jungs. Seit People in the Room Number 8 hat Leslie Mandoki keine Zeit mehr fürs Privatleben. Unter anderem produziert er auch Stars wie Milva und Engelbert, aber auch Musik für die ARD-Erfolgsserien Marienhof und Auf Achse stammen von ihm. Ständig ist er in seinem Studio und die Familie muss auch zurzeit ohne ihn auskommen. Es ist ein sehr nacktes Album. Wir erzählen also sehr offen und sehr ehrlich, sehr autobiografisch, was uns bewegt. Zum Beispiel Am I Strong Enough? Es ist genau so ein Eltern-Kind-Beziehung-Thematik, also wo der Song eigentlich im Kreißsaal entstand. Schon komisch, diese Musiker. Da schreiben sie Lieder über die Ernsthaftigkeit des Lebens und leben meist doch ausschließlich nur für ihren Beruf.